bisschen von meinem Spickzettel ablesen, weil es doch ein bisschen viel war für meinen kleinen Simulator. Und zwar, also, heute haben wir ja noch was anderes vorbereitet. Es gibt heute nicht einfach nur einen Vortrag, sondern wir werden heute eine szenische Lesung zum Thema Tutti Ricci, alle reich, erleben. Und dabei werden wir Wolfgang Seifert in der Rolle des Josef Beuys erleben. Massimo Pizzinglili in der Rolle des José Miranda und Peter Marschall in der Rolle des Papst Franziskus, eine große Bühne, die sich da aufgeladen hat. Genau, es wird heute einen Ablauf geben von vier Akten. Der erste Akt wird einmal die Forschungsreise sein, dann der zweite Akt die Ökologie, der dritte Akt besteht dann aus dem Gemeinwohl und der vierte Akt aus dem christlichen Kommunismus. Heute wollen wir uns über Ricci Tutti unterhalten, und zwar mit dem Papst, mit Josef Beuys und mit mir, José Porfirio Miranda. Meine Schwestern und Brüder, ich freue mich, bei euch zu sein. Ich bin der amtierende Papst. Schön, dass ich mich mal freimachen konnte und den Abend mit euch und meinen Gesprächspartnern verbringen kann. Ich nahm den Namen Franziskus an als eine Art Leitbild und als eine Inspiration im Moment meiner Wahl zum Bischof von Rom. Ich glaube, dass man von Franziskus lernen kann, dass die Sorge um die Natur, die Gerechtigkeit gegenüber den Armen, das Engagement für die Gesellschaft und der innere Friede untrennbar miteinander verbunden sind. Verehrte Anwesende, mein Name ist Josef Beuys. Auch ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Ich bin Maler, Aktionskünstler, Bildhauer, auch Denker, begeisterter Lehrer an der Kunstakademie Düsseldorf und Mitgründer der Grünen. Immer umstritten. Ich bin aus voller Überzeugung Christ und deshalb 1968 aus der katholischen Kirche ausgetreten. Hier und heute haben wir uns in diesem schönen Raum einer Hochschule versammelt, die teilweise der Wirtschaft sehr nahe steht. Ich war immer kritisch gegenüber einer Wirtschaftskultur. Sie auch? Ja. Bin gespannt, wie der Abend läuft. Noch etwas. Eigentlich bin ich seit 1986 tot. Aber heute habe ich für Sie mal eine Ausnahme gemacht. Liebe Freunde, ich freue mich auch, bei euch zu sein heute. Mein Name ist José Porfirio Miranda, ich bin Mexikaner und ich habe lang in Münster gelebt und studiert. Und genauso wie Josef bin ich auch schon tot, aber heute auch eine Ausnahme. In meinem Buch Kommunismus der Bibel lege ich streng wissenschaftlich Bibeltexte aus. Darin weise ich unter anderem nach, dass Jesus kommunistisch gelebt hat und also entschieden gegen differenzierenden Reichtum war und dass also die einen reich und die anderen arm sind. Also, heute Ricci Tutti. Ich war ein von Jesus interpretierter Befreiungstheologe aus Lateinamerika. Und bin deshalb mit der Kirche derartig in Konflikt geraten, dass ich sie und den Orden verlassen musste. So, es sieht heute hier ein bisschen wie in einer Bar aus. Aber wir werden nicht über Bargeld unterhalten. Es wird um echten Reichtum gehen und nicht um Scheinreichtum. Wir werden uns zu diesen Themen unterhalten und austauschen, und zwar Ökologie, Gemeinwohl und christlichen Kommunismus.
So, aber zuerst der Papst. Laudato si, mi Signore, gelobt wohl, seist du mein Herr, singt der heilige Franziskus von Assisi. Er singt darin über unsere Mutter und Schwester Erde. Diese schreit heute auf, wegen des Schadens, den wir ihr zufügen. Wir denken, dass wir ihre Eigentümer und Herrscher seien, berechtigt, sie auszuplündern. Diese Haltung zerbricht jedoch die drei fundamentalen Beziehungen der menschlichen Existenz. Zu Gott, zum Nächsten, zur Erde. Der Bibel zufolge ist dieser Bruch die Sünde. Die Harmonie zwischen dem Schöpfer, der Menschheit und der gesamten Schöpfung wurde zerstört durch unsere Anmaßung, den Platz Gottes einzunehmen. Ich freue mich darüber, dass du, verehrter Papst, den Namen des heiligen Franziskus angenommen hast. Du nimmst damit ja auch eine enge Beziehung zu den Tieren auf. Die ist heute oft zerbrochen. Wir sehen die Tiere, sofern sie nicht unsere Haustiere sind, mittlerweile nur noch nach unserem Ernährungsaspekt an, wie so Metzger. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass immer mehr Menschen in der Zukunft den Fleischgenuss ablehnen werden, einfach weil sie es nicht aushalten, weil sie merken, diese Tiere, das sind ja in Wirklichkeit alles unsere Brüder und Schwestern. Gerade so wie der heilige Franziskus, mit der sagt Bruder Schwein oder Bruder Löwe oder Schwester Kuh. Der herrschende Materialismus hat dafür ja gar keinen Sinn. Heute ist es den Leuten doch scheißegal, wenn eine Tierart ausstirbt. Aber dass das eine wirkliche Verkürzung der Möglichkeiten ist, eine wirkliche Verminderung des Reichtums dieser Erde, daran denkt doch kein Mensch. Es wird eben Zeit, die richtigen Begriffe wieder auszubilden. Ökologie und Reichtum sind spirituell zu verstehen. Ich glaube, dass mittlerweile auch viele Menschen das von Josef Beuys beklagte Schicksal der Tiere teilen. Und auch Menschen werden mittlerweile unter dem Aspekt der Nützlichkeit betrachtet. Wir gehen mehr oder weniger mit einem Achselzucken darüber hinweg, wenn die indigene Kulturen oder auch sogar ganze Ethnien verschwinden. Das ist ein Bruch der Beziehung zum Nächsten, aber es ist auch ein Bruch zur Beziehung mit Gott und zu Gott. Und somit, wie der Bruder Franziskus sagt, ist die Sünde. Die Sünde der Ich-Gefangenheit. Also, weg von dauernden Ich und endlich den Hilferuf der Armen, der Kreaturen, der nachfolgenden Generation sollen wir wahrnehmen. Also raus aus der seelischen Verarmung und endlich Ricci tutti. So, lieber Papst, nicht wahr? Meine Brüder, ich stimme euch zu. Der heilige Franziskus sagt, die Natur und ihre Wesen und ein Reichtum sind ein Reichtum. Das entgeht uns in der Kultur des Materialismus und Relativismus. Das ist die Krankheit unserer Zeit, die einen Menschen dazu treibt, einen anderen auszunutzen, den anderen zur Zwangsarbeit zu nötigen, den anderen wegen Schulden zu versklaven, Kinder sexuell auszubeuten, alte Menschen als unnütz zu bezeichnen und zu vergessen. Es ist auch die innere Logik dessen, der sagt, lassen wir die unsichtbare Hand des Marktes die Wirtschaft regulieren. Wie sollten wir jedoch ohne objektive Wahrheit und feste Grundsätze jemals von Menschenhandel, Rauschgifthandel, Blutdiamantenhandel und anderen Schandtaten befreien? Politische Pläne und die Kraft des Gesetzes werden dazu nicht ausreichen. Denn wenn die Kultur zerfällt und man keine objektive Wahrheit oder keine allgemeingültigen Prinzipien mehr anerkennt, werden die Gesetze nur als willkürlicher Zwang und als Hindernisse angesehen,
die es zu umgehen gilt. Bruder Franziskus, deine Beispiele für Missstände sind treffend. Kultur ist ein komplexes gesellschaftliches Teilsystem aus Religion, Wissenschaft und Kunst. Kultur hat also immer etwas vom Geiste an sich. Deshalb ist der von dir beklagte Kulturverfall auch so gefährlich. Es gibt jedoch nicht nur die Gefahr des Verfalls, sondern es gibt auch die Chance einer Höherentwicklung. Der Materialismus ist ein notwendiges kulturelles Zwischenstadium und die Kirche ist mitverantwortlich für sein Entstehen. Die Kirche hat den Gegensatz zwischen Denken und Glauben forciert, indem sie das Gewicht auf den Glauben gelegt hat. Die Menschen wollten nicht mehr glauben, sondern denken. Ich denke, also bin ich. Und der Materialismus ist eine Technik, um sich von alten Autoritäten zu befreien. Insbesondere von der Autorität der Kirche. Dort, wo die Wissenschaft mehr weiß als die Kirche. Und was sind die Konsequenzen der materialistischen Befreiungstechnik? Der Mensch ist durch den Materialismus erwacht und dann steht der Mensch in der Welt als Individuum und als Egoist, der zunächst nur an sich selbst denkt. Jetzt kommt es darauf an, wie er wieder aus der Isolation herauskommt, die ihm mit der Materialismusentwicklung im Abendland systematisch beigebracht wurde. Dabei wird ihm nicht mehr geholfen von irgendwelchen Priestern, sondern er muss das selbst machen. Jetzt schreitet der Mensch selbst und alles, was in der Zukunft gemacht wird und dann auch im Sinne der Erweiterung gemacht wird, über den materialistischen Wissenschaftsbegriff hinaus, muss aus der eigenen Tüchtigkeit stammen. Und die Frage an euch, Franziskus und José, und an Sie, verehrte Anwesende, wäre dann: Wie kann christliche Kirche zu einer Gemeinschaft der durch Christus befreiten tüchtigen Menschen werden? Kann sie das? Wer sonst könnte das? Ich persönlich bin davon überzeugt, dass das Christentum uns dabei helfen wird. Nur, die Kirche war bisher zu sehr im Dogmatismus verfangen, als dass sie Antworten auf die sozialen und geistigen Probleme des Individuums, der Gesellschaft und der Umwelt geben konnte. Aber vielleicht stehen wir jetzt an einem Wendepunkt. So, liebe Freunde, nun wollen wir uns zum nächsten Thema wenden. Und zwar zum Gemeinwohl. Zum Gemeinwohl. In der Bibel kommt der Begriff Gemeinwohl doch nicht vor, aber es ist doch enthalten, inhaltlich zumindest. Für mich ist das Reich Gottes der Zustand mit der Bibel, das Gemeinwohl erfasst. Meine Studien der Bibel haben mir gezeigt, erstens, dass im Christentum vor allem darum geht, das Reich Gottes zu erreichen. Zweitens, dass das Reich Gottes auf der Erde sein wird. Und drittens, das Reich Gottes uns durch Jesus Botschaft schon offen steht. Wir müssen eben im christlichen Sinne tüchtig sein, also die Botschaft Christi ernst nehmen. Was diese Tüchtigkeit sein könnte, sagt uns Jesus selbst. Als einige seiner Jünger sich die Privilegien des Paradies sichern wollten, hat Jesus sie zu sich gerufen und zu ihnen gesagt: Ihr wisst doch, die als Erschlingen und Herrscher über die Völker gelten, herrschen mit Gewalt über sie, und ihre Anführer missbrauchen ihre Amtsgewalt gegen sie. Bei euch soll das nicht so sein. Im Gegenteil, wer bei euch hoch angesehen und mächtig sein will, soll auch dienen. Und wer an erster Stelle stehen will, soll allen wie eine Sklave und eine Sklavin zu diesen Diensten stehen. Denn der Mensch ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, um das ganze Leben den anderen zu geben.
Wenn das als Maxime der Herrschaft in christlichen Gemeinschaften gelten würde, dann wäre für das Gemeinwohl automatisch gesorgt, weil dann jede Herrschaft in den Dienst der wenigen mächtigen Nächsten gestellt wäre. So, und was denkst du denn, lieber Papst, darüber? Die weniger Mächtigen, das sind insbesondere die Armen. Ich wünsche mir eine arme Kirche für die Armen. Natürlich nicht, damit wir alle zusammen arm und elend sind, sondern damit wir das Problem der Armut wirklich verstehen und von der Wurzel her anpacken. Solange die Probleme der Armen nicht von der Wurzel her gelöst werden, indem man auf die absolute Autonomie der Märkte und der Finanzspekulation verzichtet und die strukturellen Ursachen der Ungleichverteilung der Einkünfte in Angriff nimmt, werden sich die Probleme der Welt nicht lösen und kann letztlich überhaupt kein Problem gelöst werden. Die Ungleichverteilung der Einkünfte ist die Wurzel der sozialen Übel. Und natürlich werden wir nicht zu einem Zustand des Gemeinwohls kommen, wenn wir diese Wurzel des Übels nicht ausreißen. Dabei will ich nicht in Politiker-Bashing verfallen. Die so in Misskredit gebrachte Politik ist eine sehr hohe Berufung, ist eine der wertvollsten Formen der Nächstenliebe, wenn sie das Gemeinwohl anstrebt. Was ist aber das Gemeinwohl? In Gaudium et Spes, einem wesentlichen Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils von 1966, ist der Begriff des Gemeinwohls zentral und er wird dort folgendermaßen definiert. Das Gemeinwohl ist die Gesamtheit jener Bedingungen des gesellschaftlichen Lebens, die sowohl den Gruppen als auch deren einzelnen Gliedern ein volleres und leichteres Erreichen der eigenen Vollendung ermöglichen. Vom Konzil wurde nicht festgelegt, was genau die eigene Vollendung ist. Diese Bescheidenheit ist als Respekt vor den anderen zu verstehen, die das als Einzelne und in Gruppen für sich herausfinden müssen. Das Konzil hat insbesondere nicht auf die Religion verwiesen als Leitschnur zur Vollendung. Ich persönlich glaube aber, dass die Religion, nicht nur meine, über ein Reichtum für eine ganzheitliche Ökologie und eine volle Entwicklung der Menschheit verfügen, der nicht, wie es heute leider oft leichtfertig geschieht, in den Bereich des Irrationalen verwiesen werden sollte. Was von den Leuten als irrational bezeichnet wird, sagt oft nur etwas über den Zustand ihres Denkens aus. Für viele ist das irrational, was ihre Denkgewohnheiten übersteigt. Weisen wir also ganz entschieden zurück, dass die Religion irrational ist. Das ist einfach eine der vielen Begriffsverwirrungen, mit denen im Bereich der Ideologie gerne gearbeitet wird. Die Religionen sind, wenn sie überhaupt ernst zu nehmen sind, überrational, weil sie vom Transzendenten handeln. Dem Transzendenten können und sollten wir uns auf der geistigen Ebene nähern. Genau wie die Kunst, genau wie die Religion wird heute gerne die Kunst in die Ecke nicht praxisrelevant gestellt. Und sie ist es genauso wenig. Ich glaube, dass wenn sich jeder Mensch als Künstler versteht, dass damit auch ein Beitrag zum Gemeinwohl geleistet wäre. Natürlich auch wieder ein methodischer. Was daraus konkret wird, ist Aufgabe der Künstler. Jeder ist ein Künstler. Damit werde ich oft zitiert und in der Regel missverstanden. Ich wollte damit nicht sagen, jeder Mensch ist ein guter Maler. Gerade das war ja nicht gemeint. Sondern es war ja die Fähigkeit gemeint an jedem Arbeitsplatz und es war gemeint die Fähigkeit einer Krankenschwester oder die Fähigkeit eines Landwirtes als gestalterische Potenz und sie zu erkennen als zugehörig einer künstlerischen Aufgabenstellung. Hier ist von einem Kunstbegriff gesprochen, der sich nicht erschöpft in der alleinigen Herstellung von formalen Innovationen im speziellen Tun des Malers, Bildhauers, Tänzers und so weiter,
sondern hier ist ein Kunstbegriff angesprochen, den man die soziale Kunst nennen könnte, die geboren wird an der Schwelle zwischen der Moderne und der Sphäre, die man die anthropologische Gestaltungssphäre nennen könnte. Das ist eine gigantische Aufgabe, die ein äußerst sorgfältiges Durchdenken dessen erfordert, was ich als den sozialen Organismus bezeichnet habe. Bei diesem Durchdenken in Richtung des Gemeinwohls wird das Prinzip der christlichen Nächstenliebe uns eine Richtschnur, ein Leitfaden sein. Dann wird hoffentlich die gigantische künstlerische Aufgabe gelingen, eine Liebessubstanz zum gewaltigen Bau zu bringen, damit auf dem sozialen Felde die soziale Frage der Menschen gelöst wird und zu ihrer allergrößten Schönheit gebracht werden kann. Die Schönheit also als künstlerisches Leitprinzip zum Gemeinwohl. Unvermeidlich wird es dabei sein, dass die Menschen die Macht, die im gegenwärtig vorgegebene Wirtschaftssystem aus der Quelle der Geldmacht wirkt, selbst ergreifen und ein Bewusstsein vom wahren Kapital der Menschen gewinnen, vom wahren Reichtum, der in ihrer menschlichen Kreativität besteht, dem göttlichen Funken in ihnen. Du, Bruder José, bist einer der Begründer der Befreiungstheologie. Du hast eine Beziehung zwischen der Bibel und dem Kommunismus hergestellt. Welchen Kommunismus hast du in der Bibel gefunden? Was sagt die Bibel zu Ricky Tutti? So, die Idee des Kommunismus befindet sich in der Bibel schon. Und zwar sehr klar. So klar, dass in den letzten Jahren, noch besser Jahrhunderten, seit der Niederschrift der Bibel, gab es keine bessere Definition, als die wir in dem Neuen Testament finden, und zwar bei Lukas und Matthäus. Lukas schreibt in der Apostelgeschichte, und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allem, jeden so viel, wie er nötig hatte. So, hier beschreibt die Apostelgeschichte das tatsächliche Leben der frühen Christen als ein, das auf Gemeinschaftseigentum und wirklicher Bedürfnisorientierung beruhte. Den Leitsatz von Jesus, führen durch Dienen, habe ich bereits erwähnt. Jesus will also, dass die Angehörigen der christlichen Gemeinschaften ihre Fähigkeiten uneingeschränkt für das Wohl der Gemeinschaften einsetzen. Bei Marx hat sich diese Definition weiterentwickelt und wird daraus der Satz, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeden nach seinen Bedürfnissen. Da steht nicht im Widerspruch, zur Bibel, es ist einfach nur in der Bibel anschaulicher. Das waren radikale Ideen, die damals von den frühen Christen ansatzweise eine Zeit lang gelebt wurden. Am Ende konnte sich der Kommunismus der Urchristen aber nicht halten. Er wurde aufgegeben. José, warum? Was folgt daraus für uns heute? Marx meinte, dass die Urchristen deshalb gescheitert sind, weil sie den politischen Kampf nicht ausgeübt haben. Ich persönlich glaube, dass eine kommunistische Insel in einem ökonomischen Meer, das durch die Ausbeutung von Menschen, von Armen durch andere Menschen gekennzeichnet ist, keinen Bestand haben kann. Und dass der Grund dafür ist, warum die ersten Christen keinen Erfolg hatten, genau das ist. Außerdem wurden die Christen im ausbeuterischen Imperium Romanum zu Beginn gnadenlos verfolgt. Das sogenannte Scheitern des Kommunismus, des Urchristentums, sollte uns aber nicht davon abhalten, den Kommunismus in der Bibel und der Bibel weiter anzustreben. Die Bergpredigt ist auch gescheitert, aber sie bleibt eine richtungsweisende Botschaft. Es ist die klare Absicht der ursprünglichen Schrift, dass der Kommunismus für Christen verpflichtend ist, war und ist.
Das wird nicht im geringsten durch die Tatsache verändert, dass das ursprüngliche kommunistische Ziel nicht erreicht wurde. Wir sollen uns eher fragen, warum das nicht passiert ist. Unsere Aufgabe ist es, herauszufinden, warum das Ziel eben nicht erreicht wurde und den Kommunismus heute umzusetzen, ohne die Fehler, die schon begangen wurden, die die ersten Christen scheiden ließen. Auf meiner Kutte steht Ricky Tutti. Und das heißt also alle reich, alle sollen eben auf diesen Status und Zustand kommen. Kein differenzierter Reichtum. Das ist eine Forderung der Bibel. Diese Forderung der Bibel wird an sehr vielen Stellen sowohl in den christlichen Texten als auch in den jüdischen Tora erhoben. Statt einzelnen Stellen der Bibel will ich heute aber eher Kirchenväter zitieren, die noch im 4., 5. Jahrhundert diese Auffassung stützten. Der heilige Hieronymus zum Beispiel sagte: Es ist mir klar, dass das vertraute Sprichwort absolut wahr ist. Der Reiche ist entweder ungerecht oder Erbe eines Ungerechten. Basilius sagte: Das Brot der Hungrigen bevorratest du. Des Nackten Kleidung hängt in deinem Schrank. Die Schuhe der Barfüßigen verrotten in deinem Besitz. Das Geld der Bedürftigen hortest du. Und entsprechende Zeugnisse anderer Stellen dieser Art befinden sich auch in anderen Büchern, Schriften von Augustinus, Ambrosius und Chrysostomus. Bevor also die Kirche sich für viele Jahrhunderte mit den Ausbeutern zusammengetan hat, haben die Kirchenväter die Bibel so verstanden, wie wir es heute tun. Jeder differenzierte Reichtum wird durch Ausbeutung und Enteignung der übrigen Bevölkerung erworben. Was das für heute bedeutet: Wir müssen den herrschenden Neoliberalismus überwinden und funktionierende Wege finden in einer gerechten Welt. Dazu müssen wir Christen als erstes in den Schwachsinn überwinden, dem Folge des Christentums im Römischen Reich, römisch, im Mittelalter feudal, in Monarchien absolutistisch, in der Französischen Revolution liberal und in anderen Verhältnissen wieder anders sein sollte. So, als ob das Christentum keinen eigenen Inhalt hätte, den es vortragen und entwickeln könnte. Genau, José. Das Christentum steht erst noch bevor. Alles andere unter diesem Namen ist lediglich blutiges Vorgeplänkel. Christus vertritt das Liebesprinzip und das müssen wir erst verwirklichen. Das ist unsere Aufgabe. Dabei müssen wir uns auch um den Kapitalismus kümmern. Denn das Kapital ist der wichtigste Begriff der Menschheit. Aber nur, wenn man ihn mit der Kreativität, mit dem Geist des Menschen in Verbindung bringt. Und das geschieht ja nicht in einer Gesellschaft, wo man unter Kapital das Geld versteht, also das Monetaristische, was auf den Profit ausgeht und die Gewinnbeteiligung ausgeht. Das nenne ich gar nicht Kapitalismus, das nenne ich Wahnsinn. Das heißt, Kapitalismus hat es noch nie gegeben, wie es auch Kommunismus nie gegeben hat. Und noch eines sollten wir klar machen: Am Anfang aller wirklichen Veränderung steht eine Revolution der Begriffe. Jede andere Revolution, etwa durch Gewalt, wird nichts Gutes bringen. Sie wird etwas noch Schlechteres an die Stelle des Alten setzen. Das hat die Geschichte bewiesen. Das wissen die Leute mittlerweile. Deswegen sind sie gegen die Revolution. Und damit haben sie recht. Stattdessen Revolution im Denken, Evolution im Handeln. Bruder Franziskus, du willst mit deiner Enzyklika gesellschaftliche Wirkung erzielen. Wie ist deine Strategie? Strebst du einen katholischen Kommunismus an? In Laudato Si verwende ich den Begriff des Kommunismus praktisch nicht. Ich wende mich an alle Menschen
und muss mich in der Verwendung von Begriffen an den allgemeinen Sprachgebrauch halten. Kommunismus, das löst bei vielen Menschen Abwehr aus. Deshalb bevorzuge ich den Begriff des Gemeinwohls. Laudato Si ist eine Gerechtigkeitsbotschaft, nicht nur eine Umweltbotschaft, und ich beziehe Klarstellung gegen die Gewinnmaximierung als oberstes Ziel der Wirtschaft und deren Wachstumsfixierung. Auch was du, Bruder Josef, mit dem Liebesprinzip von Christus angesprochen hast, teile ich voll und ganz. Um die Gesellschaft menschlicher, der menschlichen Person würdiger zu machen, muss die Liebe im sozialen Leben auf politischer, wirtschaftlicher und kultureller Ebene neu bewertet und zur beständigen obersten Norm des Handels erhoben werden. Dieser Kern der christlichen Botschaft muss in die Lebenspraxis, nicht nur in die Sonntagspredigten. Lasst mich mit den aktuellen strategischen Partnerschaften der Kirche schließen. Da ist erstens die Wissenschaft. Wo es um Exaktheit, um Zählen, Messen und Wägen geht, haben die Kirchen und ihr Papst auf die Wissenschaften zu hören. Da sind zweitens die anderen spirituellen Gemeinschaften. Nur gemeinsam werden wir unser gemeinsames Haus, unsere Erde bewahren können. Und da ist wohl auch die Kunst. Das nehme ich als Anregung aus unserem heutigen Gespräch mit. Die Kreativität freisetzende, produktive, integrierende Rolle der Kunst findet sich in Laudato Si nur ansatzweise. Da sehe ich Potenzial. Ich danke euch. Thank you.